Snipes gehässiges Lächeln verwandelte sich in ein breites Grinsen. Ich denke, dass Potter nicht die ganze Wahrheit sagt, verkündete er. Es wäre angeraten, ihm gewisse Vergünstigungen zu entziehen, bis er bereit ist, uns die ganze Geschichte zu erzählen. Ich persönlich meine, er sollte aus dem Quidditch-Team ausgeschlossen werden, bis er sich entschlossen hat, alle Unklarheiten zu beseitigen. Nun mal halblang, Severus, sagte Professor McGonagall scharf. Ich sehe keinen Grund, dem Jungen das Quidditch zu verbieten. Diese Katze hat keinen Schlag mit dem Besenstiel abbekommen. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Potter etwas Unrechtes getan hat. Dumbledore sah Harry prüfend an. Seine blinkenden, hellblauen Augen gaben Harry das Gefühl, geröntgt zu werden. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld, Severus, sagte er entschieden. Snape sah zornig aus, ebenso wie Filch. Meine Katze ist versteinert worden, kreischte er mit tüpfenden Augenbällen. Ich will eine Bestrafung sehen! Wir werden sie heilen können, Argus, sagte Dumbledore geduldig. Madame Sprout ist es kürzlich gelungen, einige Alraunen zu züchten. Sobald sie ihre volle Größe erreicht haben, werde ich einen Trank brauen lassen, der Mrs. Norris wiederbeleben wird. Das erledige ich, warf Lockhart ein. Ich muss es schon 100-mal getan haben. Ihr könnt einen Alraune-Wiederbelebungstrank im Schlaf zusammen brauen. Verzeihen Sie, sagte Snape eisig, doch ich denke, ich bin der Experte für Zaubertränke an dieser Schule. Eine peinliche Pause trat ein. Sie können gehen, sagte Dumbledore zu Harry, Ron und Hermine. Das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Seite 151, auch genannt die Mew-Seite. Ja, das war die Stelle, wo der Alraune Wiederbelebungstrank quasi im Buch vorkam. Und, ja gut, dass wir es nicht Lockhart haben machen lassen. So, dann habe ich hier, ja, wir gucken uns gleich natürlich den Alraune Wiederbelebungstrank an, aber ich habe ja jetzt erst noch was anderes. Und zwar habe ich von Quenelin Karagash Bertie Botts Bohnen Array Flavor Beans bekommen. Und ich wollte das jetzt so machen, dass ich bei jedem Stern, den ich bekomme, eine Bohne probiere. Da fällt mir ein, ich habe von ihr auch einen Schokofrosch bekommen und den darf ich erst öffnen, wenn ich mich durch alle Bohnen durchgekämpft habe. Und da ist mir eingefallen, ich habe ja noch den Schokofrosch vom letzten Jahr hier. Der steht noch hier, wo ich ihn abgelegt habe, als ich damals die Special-Folge gemacht habe. Und da habe ich ja noch die Special-Karten mit Cody, Bailey und Neville Longbottom. Für die muss ich nochmal einen Ehrenplatz suchen. Und die Frage ist dann natürlich auch, welche Karte gibt es dieses Jahr? Ich hatte ja auch schon Hankers of Footcraft irgendwo. Die habe ich im Flur aufgehängt. Aber ich kann jetzt nicht lauter Karten im Flur aufhängen. Ich muss aber einen anderen Platz für finden. Ja, also, ich will nur mal kurz, bevor es losgeht, hier schauen, was steht denn hier bei den Array Flavor Beans? Irgendwelche Warnhinweise? Nee. Gelee-Bohnen, Zutaten, Zucker, Glukosesirup, modifizierte Malzstärke, Aromen, Frucht- und Pflanzenkonzentrate, Säureregulatoren, Blaubeerpüree, Farbstoffe, Salz, Überzugsmittel, Bananenpüree, Wassermelonsaftkonzentrat, schwarzer Pfeffer, Apfelsaftkonzentrat, Kirschsaftkonzentrat, Zitronenpüree, Tapiokadextrin. Enthält möglicherweise nicht jede Geschmacksrichtung. Da steht aber Array Flavor Beans. Ja. Also die möglichen, Achso, hier steht's ja. Marshmallows, faules Ei, Wurst, Zitrone, Seife, Tutti Frutti, erbrochenes, Wassermelone und... Oh, das ist dumm geschrieben. Warte mal, ich muss mal die Packung aufmachen. So, kann ich es jetzt besser lesen? Nee, das ist auf Zustimmung. Wieso? Ich brauche eine neue Brille. Ich mach mal Licht an, dass ich das lesen kann. Ich kann das ja gar nicht entziffern. Was steht da denn noch? Grüner Apfel? Gras. Soll das Gras heißen? Ja, kann nicht Gras heißen. Ja, und? Waren das... Auf der anderen Seite? Nee, da sind noch mehr. Es gibt auch noch Ohrenschmalz, Regenwurm, Dreck, Zimt, Kirsche, Zuckerwatte, Nasenpurpel, drei Beeren. Das ist wieder so dunkel geschrieben. Banane und schwarzer Pfeffer. Okay. Naja, dann wollen wir mal jetzt in den Zaubertrankunterricht und dabei hoffentlich kein Erbrochenes probieren. Los geht's, Professor Snape, Sie können das viel besser als Professor Lockhart. Also, Professor Lockhart ist ja erst in 2 Jahren ein Professor. Mr. Lockhart natürlich. Und dann legen wir doch mal los. 5 Sterne gibt's, das heißt 5 Bohnen.
Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir wiederholen natürlich erstmal die Rezepte. Seien Sie still. Packen Sie die Bohnen weg. Heute werden wir den Alraune-Wiederbelebungstrank brauen. Wie der Name bereits verrät, heilt dieser Zaubertrank eine Person, die verflucht oder verwandelt wurde. Passen Sie gut auf, ich möchte mich nicht wiederholen müssen. Ich erwarte, dass Sie dieses Rezept auswendig lernen und fehlerfrei aufsagen können. Ich kenne das Rezept nicht. Ich habe jetzt nur hier die Geschmacksrichtung für die Bohnen. Okay, ich werde versuchen, mir die Zutaten zu merken. Ich frage mich, was passiert, wenn man eine noch nicht ausgewachsene Alraune kocht? Dieser Trank versetzt verwandelte Personen zurück in ihren Ausgangszustand. Alraunen sind zwar nicht die niedlichsten Tiere, aber sie sind echt nützlich. Und der Stern. Und für da gibt es sogar 6 Diamanten für. Und die ist orange, das... Oh. Das ist entweder Kirsche oder Erbrochenes. Was ist los, Bailey? Hast du das Rezept einfach schon vergessen? Oh, ich muss was trinken. Immer mal auf. Sorry, das war nicht Kirsche. Ja, spielen wir mal Memory. Memory, gut. Oh. Okay, kriege ich das jetzt hin, nachdem ich diese Bohne. Habe ich mich ja selbst gehandicapt. Kriege ich das hin? Nee, das war nichts. Was haben wir hier? Nein, war mal der Rabe? Der war da? Ich habe mich total selbst gehandicapt. Wieso mache ich denn sowas? Nein. Der Besen, wo war denn jetzt der Besen? Da. Und der war da? Nein, war nicht. Da. Und nein. Das war jetzt aber knapp. Okay, hoffen wir, dass die nächste Bohne mehr Glück bringt. Oh, hier sind noch mehr Bohnen, die sortiert werden müssen. Ich brauche nur ein paar Zutaten von den Regalen. Wir brauchen keine Okami-Eier für den Alraune-Wiederbelebungstrank. Ja gut, dann kann ich die ja hier lassen. Diese Alraune wurden noch nicht gekocht. Das ist getrockneter Fingerhut, sehr giftig. Die Geschmacksrichtung gibt es zum Glück nicht. Diese Klasse ist voller Okami-Eier. Ich glaube, ich habe sie etwas zu sehr geschüttelt, aber gut, dass wir die nicht brauchen. Dieser Trank ist für Leute, die gerne anderen helfen. Ich glaube kaum, dass ich ihn brauchen werde. Denk nicht einmal dran, von mir abschreiben zu wollen. Oh, da ist ja nicht der Stern. Was haben wir denn? Oh, 40. So, die Bohne. Faules Ei könnte das sein, oder? Ich glaube, ich soll das mit der Bohnen-Challenge lassen. Ich habe ja hier überhaupt kein Glück heute. Ich muss was denken. Weia, wie es aussieht, habe ich die Zutaten durcheinander gebracht. Kannst du auch noch schaffen, Cody? Solange da keine faulen Eier dazwischen liegen. So. Mann, jetzt bin ich aber hier auch total. Deppert hier. Das kommt nach da. Schaffe ich es noch? Kann doch echt nicht wahr sein. Komm schon. Das war jetzt mal hier. Millisekunde. Jetzt habe ich schon. Ich hätte mir mehr zu trinken hier bereitstellen sollen. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo noch was. Da ist noch was. Ich muss echt mehr Glück haben bei den nächsten Bohnen. Naja, machen wir mal weiter. Wir müssen jetzt die Alraune hinzugeben. Also noch nicht, wir müssen uns erstmal darauf vorbereiten. Es ist gleich an der Zeit, noch nicht, ihre Alraunen hinzuzugeben. Machen Sie sich bereit. Gut. Ich möchte keinen Fingerhut probieren, Merula. Und kein volles Ei. Für den Alraune-Wiederbelebungstrank braucht man eine große Menge an Alraunen. Das ist ein ziemlich eigenartiges Aroma. Aber bloß kein Unfug, Merula. Ich muss in diesem Fach bestehen. Wobei, ich habe jetzt schon Barnaby geholfen, also... Es ist beinahe an der Zeit, die Alraunen umzurühren. Das ist ein perfektes Gefäß für den fertigen Trank. Und der nächste Stern. Und... Was haben wir diesmal? Das könnte... Seife sein, aber auch grüner Apfel. Seife! Was ist denn los? Aber genau, eigentlich hier. Das ist doch hier. Das ist doch nicht die Possibility, da muss doch mal was Vernünftiges bei rauskommen.
Ich glaube, ich kann die Packung doch nicht bei hier. Ich kann die Challenge hier jetzt nicht bis zu. Wie viel sind in der Packung drinnen? Ja, komm, dann mach ich mal. Kann ich die Raune jetzt hinzugeben? Hab nicht aufgepasst. Ich war von Seife abgelenkt. So, hervorragend, gut. Anstrengender Unterricht ever. Oho. Ich glaube, ich gebe mir die Schokoverspielung doch schon früher, als ich dachte. Ja. Kann man weitermachen, Liz, bitte? Ich bin gerade ein bisschen am Ende. Aber nur ein bisschen. Jetzt wieder dran umgerührt. Ich habe doch gerade umgerührt. Habe ich nicht gerade umgerührt? Hoffentlich muss ich Ihnen nicht noch beibringen, wie Sie Ihren Trank umrühren. Nee. Eine falsche Zutat und der Trank ist ruiniert, Bailey. Ich könnte diesen Trank mit verbundenen Händen brauen. Du solltest dich etwas dehnen, bevor du mit dem Rühren anfängst. Und vielleicht bessere Sachen essen als Seife. Vielleicht soll ich noch einen Blick in die Anleitung werfen. Ich bin heute echt neben mir. Der Kessel muss ziemlich heiß sein, bevor wir die Zutaten hinzugeben. Und da ist er nicht zu sterben. Okay. Das könnte... Wurst? Nee, Wassermelone? Dreck? Könnte Dreck sein. Ja. Ey, da ist irgendwas vor. Ich weiß nicht was, aber es ist irgendwas... Ist das Wassermelone? Nee. Hier ist auf jeden Fall was Fruchtiges. Oh, endlich mal, endlich mal Glück gehabt, ich da schon. Ich dachte schon, ich überlebe die Folge hier nicht. Ja. Gut, aber... Auf jeden Fall gibt's... Verdiene ich mir hier gerade den Schoko vorschrecklich, ja. Ja, habe ich jetzt umgehört? Habe ich den hingekriegt? Ja, ich habe es hingekriegt, umzurühren. Toll. Dann können wir den Trank ja jetzt fertigstellen, oder? Snape? Bitte. Ich muss aus dem Unterricht hier raus. Ja, fertigstellen vorbereiten, okay. Gut. Jetzt ist es Zeit, Ihren Trank fertigzustellen. Alles, was nicht perfekt ist, rechne ich als Fehler an. Ich muss aufpassen, damit der Zaubertrank nicht anbrennt. Laut dieser Anleitung mache ich bei meinem Trank alles richtig. Du rührst zu schnell oder zu langsam, ich weiß es nie so recht. Ich habe doch schon gerührt, ich bin schon fertig mit Rühren. Vielleicht noch eine Prise von den gekochten Alraunen? Der Trank blubbert vor sich hin, ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Das wäre schwieriger gewesen, wenn wir die Alraunen selbst entwurzeln müssen. Mein Arm tut langsam weh. Ja, komm, hier noch. Ich muss ständig kräftig rühren. Und nochmal? Hoffentlich hat mein Trank die richtige Farbe. Ja, hoffentlich hat die nächste Bohne die richtige Farbe. Ja, hier gibt es jetzt nichts Vernünftiges. Und die nächste Bohne. Okay, grün. Ist das... Ist das... Gras? Könnte es sein... Oder Nasenpopel. Ich beende mal den... Nee, das ist ja total fruchtig. Das ist doch nicht Gras. Das ist Apfel. Die ist gut. Trotzdem... Also, wenn ich jetzt hier den zweiten Teil der Folge auch mit den Bohnen mache, das überlebe ich nicht. Ich stelle dich gleich mal ins Wohnzimmer. Und wenn ich mal lebensmüde bin, dann will ich noch eine. Oder wenn ich gestern biete ich die denen an. Weil... Die letzte schmeckt echt gut. Naja. Dann machen wir mal... Weil ich habe noch 20 Energiepunkte. Ich hole mir hier gerade nochmal ein paar. Mit Mirula gearbeitet habe. Dann bin ich bei 32 schon wieder. Und ja, dann geht's hier wie in der guten alten Zeit. Also ich muss für jetzt wahrscheinlich weiter Duncan, Jacob und Olivia zusammenbringen. Die Frage ist nur, auf welche Weise. Ich schau mal nach. Ja, da ist... hi Jacob. Danke für deine Zeit, Cody. Möchtest du eine Bohne, Jacob? Hier, du, hier, ich hab... Hier. Nachdem ich Hogwarts wieder betreten darf, habe ich so viele Fragen. Es ist so lange her, seitdem ich zum letzten Mal hier... Ich bin neugierig, was seitdem passiert ist. Ich helfe dir gerne. Möchtest du irgendwas Bestimmtes erfahren? Es ist immer hilfreich zu wissen, worüber sich die Schüler unterhalten. Hagrid kann dir auch einen Überblick darüber geben, was in Hogwarts alles läuft. Ich kann nicht am Unterricht teilnehmen, darum könntest du dich vielleicht auch darum hören. Ich komme gerade aus Zaubertränke. Okay, wir sollen uns aufteilen und versuchen, möglichst viele Neuigkeiten aufzuschnappen. So, also wir wollen Schülern zuhören, wir wollen mit Hagrid sprechen, dann wollen wir Verteidigung... Was, nur drei Sachen, Jacob? Du bist ja echt, okay.
Ja, aber 3 Sterne wird jetzt knapp mit. Jetzt sind es 29, gerade waren es noch 32. Das wird jetzt aber knapp. Naja, gucken wir mal. 3 Sterne, aber ohne. Ohne Bohnen. Sonst kippe ich noch um hier jetzt. Hi. Vielleicht kommt Jacob auf neue Ideen, wenn er meinen Mitschülern zuhört. Also, ich höre zu und ich lasse währenddessen hier halt das Programm laufen, dass das aufgenommen wird. Dann kann er sich das nämlich auf YouTube hinterher angucken. Also. Ja, bitte. Sag mal was. Dieses alte Schloss hat etwas Verlässliches an sich. Hier scheint jeden Tag irgendetwas Gefährliches zu passieren. Ich habe gehört, dass Barnaby insgeheim ein Genie ist. Was hat das denn gehört? Ich habe das Gerücht gehört, dass Barnaby ein Genie sein soll. Das ist totaler Quatsch. Wow. Du weißt nie, wo ich eine Stinkbombe versteckt habe. Nicht in meiner Packung für Bertie Bots Every Flavor Beans. Ja. Die Leute scheinen allesamt ihre Zeit in Hogwarts zu vermissen. Ach, egal. So. Ah, toll. 2 Sterne fehlen noch und die Energiepunkte sind alle. Aha, und ich muss mich darauf konzentrieren. Wie kriege ich jetzt Energiepunkte? Ich gehe mal in die Clubhäuser. Gehen wir in die Clubhäuser? Ja, wir gehen mal in die Clubhäuser. Und schauen mal, ob wir da. Ach, und Schokofroschkern können wir uns ja hier auch noch kaufen. So, nee, dann. Ja, egal, ja, ich komme gleich wieder. Ich will nochmal kurz in die Clubhäuser. Also, es gibt hier sicherlich. Ey! Das war jetzt aber so nicht gemeint. Na ja, gut, während dann das Spiel neu hochfährt, kann ich mir ja den Schokofrosch mal holen und die Bohnen ins Wohnzimmer bringen. Hey, das ist ja fies. Hier stehe ich ja wieder hier, ich Armatur, und hab. Hab nicht mal den ersten Stern. Total unfair. Ey, jetzt habe ich es nicht mal geschafft bis zum ersten Stern. Das ist ja noch unfairer. Na gut. Dann, wie gesagt, ich wollte mal eben. Ja, hervorragend. Ich wollte mal eben in die Clubhäuser und schauen, was es da so für mich gibt. Oh, da habe ich den ersten. Warte mal, habe ich mich gerade schon mal konzentriert? Ach, egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall den ersten Stern, habe jetzt 20 Energiepunkte, die werden wahrscheinlich nur für den zweiten Stern reichen. Aber dann werde ich mir noch Schokofrosche kaufen und da kann ich mir ja die 30 Energiepunkte freischalten, die dann für einen dritten Stern reichen sollten. Ja, gut. Ich habe gehört, dass Barnaby insgesamt ein Genie ist, ja, das wusste ich schon. Ja, das wusste ich auch schon. Wie, ihr wiederholt euch. Aber zu früh. Ich bin echt froh, wenn ich mit der Schule fertig bin und endlich das echte Leben beginnen kann. Oh, die Punkte sind schon alle. Ich glaube mir mal. Wobei, hier bekomme ich keine. Nee. Ich habe hier das Duellierwind, aber irgendwie habe ich im Moment keine Motivation. Ich habe 43 Tickets. Ich habe irgendwie gerade keine Lust, das alles. Hey, ich wollte. Schokofrische hier. Mir fehlt nur noch hier Herpo für 30 Energiepunkte. Also, mehr erhalten. Ja. Kaufen. Herpo, Herpo, Herpo. Gushmore. Zierze. Wendeline. Henkes. Herpo. Ja, sehr schön. Danke, Herpo. So. Genau, Herpo wollte ich haben. Danke. Dann habe ich da sogar noch 40 dazu. Also insgesamt 40 dann. Ja, genau. Das sollte aber jetzt hoffentlich reichen. Die Leute scheinen allesamt ihre Zeit in Hogwarts zu vermissen, aber jetzt sind sie doch noch hier. Die Schüler sind aufrichtig und offener, wenn sie nicht wissen, dass ihnen niemand zuhört, nicht? So, und dann, mal sehen, ob ich die Puzzleteile zusammensetzen kann. Oh. Ja, das ist, ich bin noch immer hier, gehandicapt von gerade eben, Manche Schüler wissen nicht, was sie in Hogwarts haben. Ich frage mich, ob es zu Jacobs Schulzeit genauso viel Klatsch und Tratsch unter den Schülern gab. Du hörst nie, wo ich eine Stinkbombe versteckt habe. Ich habe gehört, dass Barnaby insgesamt. Ich wiederhole mich. Ach komm schon. Das reicht jetzt aber. Die, ja, gut, immerhin haben die Energiepunkte jetzt gereicht. 40 in Tapferkeit. Und dann haben wir das schon mal geschafft. Was haben sie gerade gesagt? Welcher Schüler ist angeblich insgesamt ein Genie? Ja, Barnaby. Diego ist ein Duellant und Ismelda ist alles andere als ein Genie. Ismelda geht mit Ben. Wusstet ihr das schon? Naja. Ah, Levelaufstieg in Wissen. Und dafür habe ich mir jetzt aber auf jeden Fall einen realen Schokofrosch verdient. Mal schauen, ob da Herpo drin ist. So. Also, ich mach mir. Ich habe mir den Schokofrosch jetzt verdient. Den. So, komm raus da. Komm raus da. Aus der Packung. Nicht wegköpfen. Nee, komm schon. Ja. So. Also, aus der. Komm schon. Aus der Packung raus. So. Ah!
Oh, jetzt ist mir der Frosch weggekippt und hat aber seine Froschenkel verloren. Nam, 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 nam. Jetzt habe ich Froschenkel hier. Und die Karte? Oh. Jetzt habe ich die Rückseite, hat er jetzt gesehen. One of the four founders of Hogwarts. Das ist schon mal nicht herb oder übel, würde ich sagen. One of the four famous founders of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Rowena Ravenclaw was the most brilliant witch of the time, though legend has attacked that a broken heart, cause unknown, contributed to her early demise. Her Dr. Helena, the Grey Lady, is the Ravenclaw House Ghost. Ja. Ach, sehr schön. Also, Rowena Ravenclaw ist natürlich auch eine Karte, die man als Karte als Ravenclaw natürlich gerne hat. Stell ich mir die mal hier hin? Ja. Kann ich den jetzt... da muss ich noch überlegen, wo ich die jetzt hin tue. Ja, ich werde meine Geschmacksknospen jetzt immer mit einem Schokofrosch befriedigen. Und bis wir damit fertig sind, sind die Energiepunkte hoffentlich wieder eingesammelt. Ich hole mir jetzt noch... Ach, ich habe den Stempel vergessen. Ah, da sind schon 8 Energiepunkte. Ich bekomme jetzt noch den Stempel und muss jetzt hier wohl cutten. Ah, leckerer Schokofrosch. Hagrid, erzähl doch mal hier für Jacob, der jetzt so lange nicht da war, was hier mit Neues in Hogwarts. Komm rein, Cody, ich war gerade bei Fang zu füttern. Ja, du musst mir jetzt... Hör mal, soll ich nicht Jacob die Information... Also Jacob will wissen, was es Neues gibt und deswegen rede ich mit Hagrid. Na gut. Ich habe mich trotzdem nicht verändert, seitdem ich hier bin. In meiner Zeit an der Schule habe ich 2 verschiedene Schulleiter in Hogwarts erlebt. Da kommen noch welche dazu. Schenk dir eine Tasse Tee ein. Genau, und zwar wirst du noch Snape und McGonagall als Schulleiter erleben. Ich möchte kein Tee mehr, vielen Dank. Ich habe nämlich hier schon den ersten Stern und hol mir dafür jetzt mal keine Bohne. Ja, Ich möchte dich mal was fragen, Cody. Wie viele verschiedene Schulleiter habe ich bislang hier erlebt? Bislang sind es 2. Dippet und Dumbledore. Oder was, Black? Nee, Dippet. Dippet. Black, ja, jetzt bin ich... Hogwarts Legacy. Ich bin total im Hogwarts Legacy. Struggle. Black war zur Zeit von Hogwarts Legacy. Und der Vorgänger von Dumbledore war... Dippet. Ja. Ja, big question. Soll ich jetzt auch Hogwarts Legacy spielen? Ich verfolge da jetzt Let's Plays zu. Und die Story ist ja auch ganz nett. Und hier dieses Open World, das ist ja schon cool. Aber es ist schon ziemlich teuer. Und ich finde es einfach trotzdem viel zu stark gehypt. Mein Rezept für Felsenkeks hat sich überhaupt nicht verändert. Ich bin seit etwa 60 Jahren in Hogwarts. In dieser Zeit hat sich aber vieles verändert. Aber nicht, dass das Rezept für Felsenkeks ist. Damit du einen längeren Bart bekommen. Ich frage mich, ob Jacob gerne wieder schön an Hogwarts wäre. Wer weiß, wie alles gelaufen wäre, wenn Jacob Hogwarts niemals verlassen hätte. Ich habe hier schon viele spannende Abenteuer erlebt. Über manche davon darf ich nicht reden. Zum Beispiel, als du rausgeworfen wurdest? Ja, du hast bestimmt schon interessante Dinge in Hogwarts erlebt. Der Schulleiterposten wurde in der Zeit, seit ich eben nur einmal neu vergeben. Ja. Ich habe schon den 2. Stern. Ich glaube, Fang braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, Cody. Ach, ich bin doch nicht so... Ach doch, hat geklappt. Ja gut, dann. Fang, komm mal her. Ich streichle dich. Ein digitaler Hund. Da macht doch die Fellallergie nichts. Das ist doch schön. Ja. Okay. Ja, und noch eine Runde. Yeah, ab geht die wilde Fahrt. Dreh dich um und dreh dich her und dreh dich hin und her. Ja, wir machen mal weiter, würde ich sagen. Huff! Ja, ja, ganz genau. Fang ist ganz schön groß geworden, seitdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Huff! Ja. Wie sehr hat sich die Schule verändert, seitdem du hier bist, Hagrid? Schenk dir noch eine Tasse Tee ein. Nee, ich hab doch schon gesagt, ich will kein mehr. Ich möchte kein Tee mehr, vielen Dank. Ja, und die Fan-Kicks haben sich auch nicht verändert. Deswegen würde ich sagen, haben wir jetzt den 3. Stern für Deutschland. Und gut zu, Cody, das ist jetzt sehr wichtig. Ja, was denn? Ich höre zu. Hagrid, was gibt's? Hagrid, was möchtest du sagen? Ich höre dich nicht. Na gut, dann mache ich hier jetzt mal den Cut, bevor wir dann noch Verteidigungstechniken wiederholen. Ja, okay, also erklär mir mal was, Screen. Übermacht die Meister, Cody. Diese Techniken könnt dir eines Tages das Leben retten. Okay. Du musst deine Grenzen aussetzen, sonst wirst du nie erfahren, wozu du in der Lage bist. Bei der Suche nach den verwunschenen Verliesen habe ich viel über den Kampf gegen die dunklen Künste gelernt. Rede weiter und ich werde Langlock verwenden, um deine Zunge am Gaumen festzukleben. Es gibt keine Verteidigung gegen das Elternwerden, finde dich also damit ab! Du bist so ein Arsch, Corey. Fendung, gehör nun mal zum Leben! Ja, aber musst du es denn dann so hart formulieren?
Zauber wie Expelliarmus haben mir ja schon mehr als einmal das Leben gerettet. So, und ich werde Langlock Genneth Caray wirken. Diese Frage kennst du, die Antwort kennst du bestimmt. Welcher Zauber bewirkt, dass die Zunge deines Gegners am Gaumen festklebt, Langlock? Ja, danke für die Info, Mirula. Früher hatte ich damit Schwierigkeiten, aber inzwischen kommt es mir ganz natürlich vor, die Lehre für Verderbung gegen die dunklen Künste in Hogwarts scheinen aufzuwechseln. Ja, aber Green ist noch da. Also, für eine starke Verteidigung brauchen wir Wissen und Improvisationskunst. Der Kanna-Zirkel hat sich im Laufe der Zeit ziemlich verändert. Du hast dich nicht verändert, Belly. Du gehst mir immer noch auf die Nerven. Ja, also... Du musst deine Grenzen austesten, um zu erfahren, wozu du im Leben wirklich fähig bist. Erkennt ihr diese Flüche schnell genug, um euch gegen sie zu verteidigen? Ich kann es ja versuchen. Ich habe 30 Sekunden Zeit, aber ich versuch's in 8. Los geht's! Go, 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 go. 8 Sekunden. Wie angekündigt, hervorragend. Bei der Suche nach den verwunschenen Verliesen habe ich viel über den Kampf gegen die dunklen Künste gelernt. Und Zauber wie Expelliarmus haben wir ja schon mehr als einmal das Leben gerettet. Denk nicht lang nach, mach es einfach. Jacket beherrscht all diese Techniken meisterhaft. Früher hatte ich damit Schwierigkeiten, aber inzwischen kommt es mir ganz natürlich vor. Und da sind plötzlich kurz vorm Ziel, aber das ist mir vollkommen egal, denn ich habe diesmal wieder aufgepasst und hier habe ich noch Energiepunkte, die ich mir jetzt einfach hole. So, und dann geht es nämlich einfach direkt weiter und dann haben wir es gleich auch geschafft. Ja, und das war der letzte Stern und wir haben das Kapitel officially abgeschlossen. Dieses Mal kann ich dich bestimmt als Erfassung bringen, Cody. Welcher Lehrstuhl ist angeblich verflucht, hier Verteidigung gegen die dunklen Künste? Da habe ich hier noch ein blaues Buch verdient. Und dann hole ich mir hier jetzt den letzten Stempel ab. Und dann kann ich mit Jacob reden, um das Kapitel offiziell abzuschließen. So, wie in der guten alten Zeit. Hi, Jacob. Hab's geschafft. Hogwarts hat sich überhaupt nicht verändert. Und trotzdem, ich kann es nicht genau in Worte fassen, aber einige Dinge haben sich doch verändert. Im Gegensatz zu Professor Snape. Er ist grießgrämig wie eh und je. Es ist schön, wieder hier zu sein, aber ich bin eindeutig aus der Sache raus. Bald mache ich meinen Abschluss, dann werde ich auch nicht mehr hier sein. Aber noch einmal hier herumzustreifen zu dürfen, hat mir geholfen, mich damit abzufinden. Danke, dass du mir hilfst, meine Zeit hier in Hogwarts noch einmal nachzuerleben. Das habe ich gebraucht. Und damit ist das Kapitel abgeschlossen. Und natürlich ist das nächste noch nicht da. Ich habe hier mal alles abgeschlossen. Alles tutti kompletti. Und deswegen sage ich jetzt Arrivederci, over and out.